Nach einem Bericht des TV-Senders NBC hat Sonderermittler Robert Mueller genug Beweise zu den Vorwürfen über Wahlmanipulation gesammelt, um Anklage gegen den ehemaligen Präsidentenberater Michael Flynn und gegen den Sohn von US-Präsident Donald Trump zu erheben. Die Vorwürfe lauten unter anderem Geldwäsche, Falschaussagen und Entführung des Predigers Fethullah Gülen aus den USA im Gegenzug für Geld. Dem Bericht zufolge habe Flynn nach wenigen Wochen des Amtsantritts von Präsident Trump eine erneute Prüfung einer Auslieferung von Gülen verlangt. Das FBI hatte damals wegen mangelnder Beweise den Wunsch von Flynn abgelehnt. Zudem kam raus, dass sich Flynn in der Vergangenheit mit türkischen Ministern getroffen hatte. Nach Aussagen vom ehemaligen Chef des CIA, James Woolsey, hat es am 19. September in einem Hotel in New York ein Treffen zwischen Flynn und Energieminister und Schwiegersohn von Präsident Erdogan, Berat Albayrak, Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und dem Geschäftsmann Ekim Alptekin gegeben. Auch Woolsey nahm daran teil. Dabei habe man über die Auslieferung von Gülen an die Türkei gesprochen, ohne auf die rechtlichen Rahmenbedingungen zu achten. Woolsey habe behauptet, dass man dabei über eine Entführung gesprochen habe.